und damit herzlich willkommen zum neuen Video über die Sony ZV-E10 Mark II. Bleibt dran! Nachdem das Ganze hier offensichtlich eine Vlogging- und Content-Creator-Kamera ist, gibt es heute auch genau das. Und zwar einen Tag bei Photomaya. Aber zuallererst beginnen wir mit einem Hands-On. So, dann hier einmal das kurze Hands-On. Die Kamera hat ein neues Gehäuse bekommen, einen neuen Akku, den Sony FZ100, den man bereits aus den anderen Modellen kennt, das heißt auch eine verbesserte Akkulaufzeit. Sonst ist wie immer das intelligente 3-Kapsel-Mikrofon dabei. Die Knöpfe sind soweit erstmal ähnlich geblieben. Man hat hier allerdings jetzt einen Schalter für Fotomodus, Videomodus und SNQ-Modus, klassischer Record-Button, On-Off-Schalter und die Zoom-Wippe. Sonst die Tasten, wie man sie eigentlich kennt, klappend schwenkbares Display, wie man das auch kennt von einer Vlogging-Kamera. Bei den Anschlüssen ganz simpel, einmal SD-Karte, USB-C zum Laden und Daten übertragen und ein 3,5 mm Klinken-Eingang für Mikrofone. Sonst wäre hier noch ein HDMI-Ausgang. So, Timelapse vorüber. Wie ihr schon seht, das Set hinter mir steht mittlerweile auch. Das ist einfach so das klassische Set, wenn wir normale Produktvideos drehen und nicht so wie heute einen kleinen Vlog. Das muss morgen zum Einsatz kommen. Deshalb haben wir das jetzt schon mal aufgebaut und ich würde sagen, jetzt gehen wir auch schon mal weiter. So, nachdem wir jetzt gerade aufgebaut haben, gehen wir jetzt was essen. Mit dabei natürlich der Matthew. Und ich nehme euch natürlich Vlog-Style mit, damit ihr unseren ganzen Alltag hier wirklich seht. So, wir waren jetzt gerade Essen holen beim Shawarma-Laden, beziehungsweise mit Matthew. Und jetzt haben wir uns hier hingesetzt und haben noch ein bisschen musikalische Begleitung für die Pause. So, also Pause ist zu Ende, gegessen haben wir. Wir haben jetzt aber festgestellt, direkt vor unserer Tür hier ist noch Markt und deshalb dachten wir, es wäre doch eigentlich eine ganz nice Idee, auf dem Markt direkt mal die Kamera zu testen, ein paar Bilder zu machen und so eine Alltagssituation mitzunehmen, wie man sie im Vlogging-Alltag oder auch wenn man mit der Kamera Fotos machen will, hätte. Deshalb probieren wir das Ganze jetzt. Ich hoffe, wir sind nicht zu auffällig unterwegs mit zwei Kameras und einem Kameramann, der mich die ganze Zeit begleitet. Aber wir probieren einfach mal unser Glück, schauen auch mal, was wir kriegen und das Ergebnis seht ihr dann auf jeden Fall gleich hier. Nee, aber ist cool. Dann viel Glück auf jeden Fall noch. Okay. Danke, dass ich das Foto machen konnte. Ciao. So, also wir sind jetzt durch. Fotos machen hat leider nicht so gut geklappt. Auf dem Markt waren einfach ehrlicherweise nicht so die besten Lichtverhältnisse. Und die Leute hatten nicht ganz so doll Bock. Es hat einfach unglaublich warm, konnte man sich denken. Wir wollten es trotzdem ausprobieren. Jetzt gehen wir auf jeden Fall zurück zur Arbeit. Pause ist um. Und dann nehme ich euch noch den Rest vom Tag mit. Und ich glaube, wir müssen noch so ein paar Kleinigkeiten machen, ein bisschen was schneiden, ein kleines Video drehen. Aber seht ihr gleich. Was sagst du dazu, Matthew? Ja. So, harter Cut, nächster Tag. Ich konnte leider gestern nichts mehr filmen, weil das Video, was wir gedreht haben, erst ein wenig später kommt und ihr natürlich nicht gespoilert werden sollt. Nichtsdestotrotz, ich mache ja hier die ganze Zeit diesen Vlog mit der Kamera. Das heißt, ihr seht die ganze Zeit Aufnahmen aus der Kamera und wie sich die Kamera in vielen Situationen schlägt. Ich habe euch allerdings noch gar nicht gesagt, was die Kamera denn technisch so kann. Das möchte ich allerdings jetzt machen. Deshalb gibt es jetzt mal kurz die technischen Daten. Um euch die technischen Daten mitzuteilen, habe ich mich jetzt hier mal kurz hingesetzt. Naja, fangen wir auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das wohl interessanteste an der Kamera ist der Sensor. Und zwar ist hier ein 26 Megapixel APS-C Sensor verbaut, den man auch bereits aus Kameras wie der FX30 und der A6700 kennt. Zusätzlich ist hier ebenfalls der Binance XR Prozessor verbaut und die Kamera hat 759 Phasenautofokuspunkte, die ihren Job wirklich richtig gut machen. Das heißt, man hat eine Kamera mit gutem Sensor und gutem Autofokus. Zusätzlich kommt hier hinzu, dass die Kamera den Active Stabi hat, das heißt einen richtig guten elektronischen Stabilisator. Außerdem natürlich alle Features, die für Content Creator irgendwie relevant sind und die Kameras wie die ZV-E1 und der Vorgänger bereits auch hatten. Das heißt auch unter anderem das Cinevlogging und die integrierten LUTs oder die LUTs, die man auch als User draufspielen kann. Außerdem kann man jetzt auch direkt Aufnahmen im Vertical-Format machen, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man für zum Beispiel Instagram oder TikTok filmt. Und zuletzt wohl eins der interessantesten Features dieser Kamera.
die Video-Features. Man kann hier nämlich in 4K mit bis zu 60 FPS in 422 10-Bit aufnehmen, was für die Größe und Gewicht, die die Kamera hat, wirklich unglaublich gut ist. Also ihr seht ja, was aus der Kamera für Ergebnisse rauskommen. Das ist wirklich schon extrem gut. So, und dann kommen wir mal zu meinem Fazit. Ich glaube, ihr habt es schon gemerkt, ich bin von der Kamera sehr angetan und ich habe auch einfach unglaublich viel Spaß, hier diese kleinen Vlogs zu produzieren. Und ich glaube, genau das ist das, wo Sony mit dieser Kamera ansetzen wollte. Eine Kamera, die klein und leicht ist, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat, für Leute, die Content Creation und Blogging machen wollen, wie ich hier gerade zum Beispiel. Und dafür kann ich die Kamera auch wirklich wärmstens empfehlen. Denn die Kamera hat eine unglaublich gute Bildqualität, man kann gute Fotos mit ihr machen, aber auch einfach unglaublich gute Videos und es geht vor allem schnell und einfach. Genau das, was ich will, wenn ich Videos für YouTube, Instagram oder TikTok produziere. Das heißt, eine Kamera, die quasi perfekt für Content Creation ist. Auch genau das wie der große Bruder oder schon der Vorgänger. Hier jetzt einfach nochmal mit neueren Features und auf einem höheren Niveau, was die Qualität angeht. Deshalb von mir auf jeden Fall, wenn ihr eine Kamera sucht, mit der ihr simpel und leicht hochwertigen Content produzieren könnt, absolutes Go und kann ich nur weiterempfehlen. Und jetzt bei mir wie immer nur noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über ein Like. Sonst schreibt gerne was in die Kommentare und solltet ihr Interesse an der Kamera haben, kommt gerne bei uns im Laden am Viktor-Luise-Platz vorbei oder schaut online auf www.fotomeier.de vorbei. Bis dahin, schönen Tag noch.